In dieser Hütte lebt ein armer Fischer. Er lebt hier mit seiner Frau. Jeden Tag geht er ans Meer. Eines Tages sieht er einen seltsamen Fisch. Es ist seltsam und schön. Oh, Fischer, bring mich zurück ins Meer, sagt der Fisch. Ich bin kein Fisch. Ich bin ein Zauberprinz. Oh, ein Zauberprinz, sagt der Fischer. Wir können dich nicht essen. Er setzt den Fisch zurück ins Meer und geht nach Hause. Was? Kein Fisch, sagt seine Frau. Gibt es keine Fische im Meer? Da ist ein Zauberfisch, sagt der Fischer. Wir können einen Zauberfisch nicht essen, also ist er wieder im Meer. Was? Sagt seine Frau. Du dummer Mann. Ein Zauberfisch kann uns helfen. Ich möchte etwas. Ich möchte ein schönes kleines Häuschen. Geh und frag den Fisch. Der Fischer geht zurück zum Meer. Jetzt ist das Wasser grün. Der Fischer schreit, O, magischer Fisch im Meer, bitte kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit mir. Was willst du? Sagt der Fisch. Meine Frau will etwas, sagt der Fischer. Sie möchte ein Häuschen. Geh nach Hause, sagt der Fisch. Sie hat es. Der Fischer geht nach Hause. Schau mal, sagt seine Frau. Schauen Sie sich dieses Häuschen an. Das ist nett. Ja, Frau, sagt der Fischer. Wir können jetzt glücklich sein. Ja, sagt seine Frau. Vielleicht können wir das. Dann beginnt sie nachzudenken. Eine Woche später sagt die Frau des Fischers, Mann, dieses Häuschen ist sehr klein. Ich möchte etwas. Ich möchte ein schönes großes Haus. Nein, Frau, bitte, sagt der Fischer. Wir wollen kein großes Haus. Ja, das tun wir, sagt seine Frau. Geh und frag den Fisch. Der Fischer geht zurück zum Meer. Jetzt ist das Wasser lila. Der Fischer schreit, O, magischer Fisch im Meer, bitte kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit mir. Was willst du? Sagt der Fisch. Meine Frau will etwas, sagt der Fischer. Sie möchte ein großes Haus. Geh nach Hause, sagt der Fisch. Sie hat es. Der Fischer geht nach Hause. Schau mal, sagt seine Frau. Schauen Sie sich dieses Haus an. Das ist nett. Ja, Frau, sagt der Fischer. Es ist sehr schön. Wir können jetzt glücklich sein. Ja, sagt seine Frau. Vielleicht können wir das. Dann beginnt sie nachzudenken. Eine Woche später sagt die Frau des Fischers, Mann, dieses Haus ist sehr klein. Ich möchte etwas. Ich möchte ein schönes großes Schloss. Nein, Frau, bitte, sagt der Fischer. Wir wollen kein Schloss. Ja, das tun wir, sagt seine Frau. Geh und frag den Fisch.
Der Fischer geht zurück zum Meer. Jetzt ist das Wasser grau. Der Fischer schreit, O, magischer Fisch im Meer, bitte kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit mir. Was willst du? Sagt der Fisch. Meine Frau will etwas, sagt der Fischer. Sie will ein Schloss. Geh nach Hause, sagt der Fisch. Sie hat es. Der Fischer geht nach Hause. Schau mal, sagt seine Frau. Schauen Sie sich dieses Schloss an. Das ist nett. Ja, Frau, sagt der Fischer. Es ist sehr schön. Wir können jetzt glücklich sein. Ja, sagt seine Frau. Vielleicht können wir das. Dann beginnt sie nachzudenken. Eine Woche später sagt die Frau des Fischers, Ehemann, dieses Schloss ist sehr klein. Ich möchte etwas. Ich will einen Palast. Und ich möchte Königin sein. Nein, Frau, bitte, sagt der Fischer. Wir wollen keinen Palast. Du willst keine Königin sein. Ja, das tue ich, sagt seine Frau. Geh und frag den Fisch. Der Fischer geht zurück zum Meer. Jetzt ist das Wasser braun. Der Fischer schreit, O, magischer Fisch im Meer, bitte kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit mir. Was willst du? Sagt der Fisch. Meine Frau will etwas, sagt der Fischer. Sie will einen Palast. Und sie möchte Königin sein. Geh nach Hause, sagt der Fisch. Sie hat einen Palast. Und sie ist Königin. Der Fischer geht nach Hause. Schau mal, sagt seine Frau. Schauen Sie sich diesen Palast an. Ich bin die Königin. Das ist nett. Ja, Frau, sagt der Fischer. Es ist sehr schön. Können wir nun, Frau, glücklich sein? Ja, sagt seine Frau. Vielleicht können wir das. Dann beginnt sie nachzudenken. Der Fischer ist müde. In dieser Nacht schläft er gut. Aber seine Frau kann nicht schlafen. Ich will etwas, sagt sie. Es ist morgen. Wach auf, Mann, sagt sie. Ich weiß, was ich will. Ich will die Welt. Ich möchte Kaiser der ganzen Welt sein. O, Frau, sagt der Fischer. Nein, man kann nicht die ganze Welt haben. Niemand kann die ganze Welt haben. Hör zu, du bist Königin. Jetzt sei glücklich. Ich kann nicht glücklich sein. Weint seine Frau. Ich kann nicht. Ich muss die ganze Welt haben. Jetzt geh. Geh und frag den Fisch. Der Fischer geht zurück zum Meer. Jetzt ist das Wasser schwarz. Der Fischer schreit, O, magischer Fisch im Meer. Bitte kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit mir. Was willst du? Sagt der Fisch. Meine Frau will etwas, sagt der Fischer. Sie will die Welt. Sie möchte Kaiserin der ganzen Welt sein. Geh nach Hause, sagt der Fisch,
und komm nicht zurück. Der Fischer geht nach Hause. Schau mal, sagt seine Frau. Schauen Sie sich diese Hütte an. Es ist nicht sehr schön, aber es ist unser Zuhause. Ja, Frau, sagt der Fischer. Können wir jetzt glücklich sein? Die Frau des Fischers beginnt nachzudenken. Ja, sagt sie. Ich denke, wir können.